Hey Leute, was geht? Willkommen zurück bei Rainbow Six und ja, ich denke mal, wir spielen mal wieder ein paar Ründchen, oder? Und wir werden jetzt mal direkt gucken, wir sind Stufe 5. Lasst uns doch mal kurz gucken bei den Klassen, ob wir nicht mal wie heißt es? Wir haben jetzt bis jetzt immer nur Attack-Klassen, ne? Dass wir mal eine Defender-Klasse nehmen und zwar, lasst uns mal durchgucken. Defender hier, der Smoke-Typ. Mal sehen, was hat er denn? Das, Gasgranate. Okay, und was hat der hier Schönes? Oh, der hat diese coolen Bände oder diese Bodenpanzerungen, glaube ich. Und der hat gleichzeitig auch noch C4 und noch das Schild. Okay, der ist schon mal cool. Lasst uns mal gucken, was FBI hat. Ich glaube, der hat diesen Sensor, der anzeigt, ob das ein Feind oder ein Freund ist. Der Doc. Eine Stimmpistole, wahrscheinlich hielt der damit. Stacheldraht und eine Wand. Und der hat natürlich dieses Armor Pack, dass die Leute Rüstung bekommen. Mal sehen, GSG 9, was haben die jetzt noch? Okay. Und das ist dieses Schockteil. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall die SAS. Und zwar. Nee, wo ist er nochmal? FBI, glaube ich, ne? Nee, hä? Wo ist er denn jetzt? Den hier. 500 kostet das, wenn wir jetzt den nächsten freischalten wollen würden, dann würde der nämlich da Defenders, dann würde der nämlich 5.000 jetzt schon kosten und die haben wir jetzt gerade nicht. Wir spielen mal den Multiplayer, schauen mal, ob es schneller geht oder immer noch so lahmarschig wie vorher. Auf jeden Fall müssten wir mal schauen, was jetzt abgeht. Ich sag mal so einen kleinen Augenblick. So, Leute. Sorry, ich musste kurz eine kurze Aufnahmepause machen, denn mein Headset hat sich mal wieder selbst runtergeregelt. Und damit ich nicht abbreche und neu aufnehme wieder, habe ich nur mal kurz Sendepause gemacht. So, wir gucken mal. Der Multiplayer funktioniert immer noch nicht so richtig. Wir gehen auf realistisch, weil der Rest ist einfach nur noch läppsch für uns. Und denn wer einmal Battlefield COD gespielt hat, der müsste eigentlich auch gegen harte Bots durchkommen. Ich meine, wer in CODE allein gegen 32 oder so was gespielt hat, immer oder gegen 12 oder was das war, der kennt sich dann nach einer Weile schon gut aus und das sollte gar kein Problem sein. So, mal sehen, wir muten mal wieder alle. Gut, die letzten zwei konnten wir nicht muten. Die Map ist okay. Aber ich finde, man kann noch ziemlich viel verbessern in dem Spiel. Es ist zwar recht gut. Yeah, wir haben es geschafft. Aber es geht besser. So, die finde ich total eklig, die Waffe. Die sieht doch total scheiße aus. Und dann nehmen wir da noch die Stun-Granate. Und mal gucken. Ich will von hier kommen. So. Wen haben wir denn im Team? Zwei Schildträger, den Einreißtypen mit dem Hammer und natürlich der durch die Wände gucken kann oder irgendwie sowas in der Art. Ganz genau weiß ich's auch nicht. So. 25 Sekunden dauert es noch, weil der Typ irgendwie immer noch am Überlegen ist, was er spielen soll. Ne, jetzt hat er es, glaube ich, oder? Ne, doch nicht. Okay. Mal sehen, ob wir diesmal wieder so einen Retard haben, der uns die ganze Zeit nur abschießt. Ich hoffe nicht, weil dann kriege ich nämlich wirklich einen mittleren Blutrausch langsam und. Ah, da spielt die Standardklasse. Okay. So, aber ziemlich einfach ist es, die Charaktere freizuschalten, so recht. Also, wenn du ein paar Stündchen, so sag ich mal, einen Tag komplett spielst, dann kriegst du schon gut ein paar Klassen. So weg, so für 1500 mal oder 2.000, 3.000. Cool wäre jetzt auch, wenn es einfach so ein normales Team Deathmatch wäre, dass ich sage, okay, die zwei Teams starten jetzt hier und dann ist das einfach eine Map und fertig ab. Quasi das, was wir jetzt gerade, glaube ich, spielen sogar, weil hier ungefähr ist das ja so, ne? Die warten auf uns oder die kommen langsam. Was ist das? Das ist dieses Explosionsding, glaube ich. Boah, der kann.
Okay, wir gehen rein, Leute. Wünscht mir Glück. Boah. Ja, die wollen mich verarschen jetzt, ne? Ey, die wollen mich doch verarschen. Ey, ich gehe hier rein und das ganze Ding ist voll gemint mit Bomben. Guck das mal an, das ganze C4 hier. Kann ich die noch rauslocken? Ja. Fürs Team, ey. Unfassbar. Krass, oder? Ja. Junge, Junge, wie schießt der denn? Oh, das ist ein Bombenleger. Trottel. So ein Trottel. Ja, der nächste Tote. Ich schwör's euch, wäre ich nicht gestorben jetzt, wirklich ohne Quatsch jetzt, durch diese Scheiße dann, ne? Wäre ich easy da durchgerannt wieder. Scheiße, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Wie traurig. Wie traurig, dass wir verloren haben. Sollte jetzt meine Stimme zu laut sein, das Spiel zu leise, ne? Dann sagt's mir bitte. Ich versuche das zwar immer so hinzukriegen, dass das so gleich ist halt, ne? So dass man mich ein bisschen besser hört, wie das Spiel geschehen. Blinded, ja, das war ein bisschen blind, Leute. Aber ich finde auch, die helfen einem Team überhaupt nicht, ne? Das ist unglaublich hier. Echt ernsthaft, ich bin nur durch diese scheiß Granaten da gehört, durch die scheiß C4s da gestorben. Mann, ist das nervtötend. So, egal. Neue Runde, neues Glück. 4 von 5 wollen. Der eine heult noch rum. So, mal sehen. So, bei Nacht diesmal oder sowas in der Art. Welche Klasse nehmen wir denn? Nehmen wir. Wir probieren es nochmal mit der hier, ne? Jo, perfekt. Und am besten. Ja. So, mal sehen. Wieder die gleichen Spieler. Außer Nockel. Nockel, war der schon gerade dabei? Keine Ahnung, aber es gibt das Schlimmste, also ihr habt automatisch verloren, wenn es so einen Spasti gibt, der die Punkte für sich selbst haben will und das ganze Team ausradiert. Junge, Junge, ey, dass das überhaupt geht. Ich hoffe mal, dass das später Multiplayer nicht möglich ist. Wäre cool, bin ich ehrlich, wäre cool, weil es dann sehr realistisch wäre, aber ich denke mal, da wird es dann ziemlich schwere Schwierigkeiten zu geben, sollte es so passieren. Also, nice Glück. So, wir gehen jetzt nochmal dahin. So, wir machen erstmal... So, jetzt sind wir nämlich mal schneller. Wovon ich noch nichts merke. Ich gehe diesmal ganz normale Wege. So, der läuft rechts, ich lauf links. Ja, der und ich, ey. Das war knapp, Leute. Die Granate hätte mich beinahe gebumst. Hier, viel Spaß damit. Hey, von... Können die sich beamen?
Gott, die beamen mich oder was? Ich habe 38 Leben noch. Das fällt einem so erstmal gar nicht auf, wie viel man überhaupt doch verloren hat. Und wenn es soweit ist, ja, wundert man sich, warum man gestorben ist. Das ist der Raum. Schon wieder der Raum. Ach man, Leute, was ist denn hier los? Ey, ich hab mich schon wieder selbst genudelt, ey. Ja, super. Hä? Oh. Easy Game wieder, Alter. Und ich spreng mich schon wieder in die Luft. Ja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Da fällt einem selbst auch nichts mehr zu ein, so nach einer Weile. Mal gucken, ob das jetzt wieder läuft. Mal sehen, wann haben wir denn überhaupt angefangen, den ganzen Spaß? Scheiße, weiß ich schon nicht mehr. Okay, neue Runde, Leute, neue Runde. Disconnected from server. Okay, kein Problem. Wir suchen nochmal neu. Kriegen viele XP dafür. So, mal sehen. Die Beta geht noch bis zum 1. Nur mal so nebenbei und ja, bis zum 1. werde ich auch voll dabei sein und aufnehmen. So, manche Spiele spiele ich auch privat, um selbst noch was herauszufinden, damit ich euch dann noch mehr Informationen geben kann. Das Spiel kommt ja eh im Oktober nicht, ne? Ich glaube im November, Dezember oder nee, sogar 2016 soll es sogar wahrscheinlich erst rauskommen, so wie ich das gehört habe. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich meine 2016, sie haben es verschoben, nämlich um ein paar Monate, nennen wir es mal. Ich weiß gar nicht, warum man die Spiele warum man die Leute erst heiß drauf macht und sagt, ja dann im März 2016 könnte das Spiel rauskommen, muss aber nicht. Nervtötend sowas. Genauso wie mit The Division. Ihr habt das Spiel bestimmt schon mal gesehen. Mega geiles Spiel. Bin ich total der Fan schon von. Und ja, sollte dieses Jahr noch kommen und dann hieß es März 2016. Und super, ich war in dem Spiel dabei, wo ich nicht mal was gemacht habe. Das ist natürlich immer richtig toll. Ja, ich war nicht mal dabei, auch geil. Kommen alle nochmal neu. Außer der da rumgeheult hat. Oh ja, der macht auch mit, super geil. Komm, 7, 6, 5, go, go, go. Meine Zeit ist knapp. Denn ich muss mal ran. Bam, bam, bam. Boah, manchmal da reime ich ja die Texte, ne? So. Jetzt aber Schluss mit lustig. Ich laufe weder in den Raum, wo noch Bomben... Ey, wie? Ey, ich habe aber alle kaputt gemacht. Und dann sterb ich. Also manchmal habe ich so das Gefühl... Das stimmt nicht immer alles, was da abgeht in dem Spiel. Also ich glaube, da sind noch eine Menge, Menge Bugs. Und ich hoffe mal, das Spiel beginnt jetzt auch noch für mich hier oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Och Leute, sucht doch mal ein Spiel jetzt.
Ich kann doch nicht mehr aus dem Spiel raus. Ja, ich würde sagen, gut, da ich jetzt nicht da raus kann und nur auf den Desktop zurückspringen kann, würde ich sagen, tut mir leid, aber das Spiel hat sich wahrscheinlich jetzt aufgehangen oder sonst irgendwas. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt hier Ende. Wird zwar eine kürzere Folge wahrscheinlich und ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, ne, gebt mir einen Daumen und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, euer Murex.